Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Ausgabe von Jurassic World Evolution 2. Ja, wir sollen wieder zurück nach San Albertus. Na dann, mal los. Mal schauen, was es da zu tun gibt. Sie wollen wissen, wer ich bin? Nun, da werden Sie sich gedulden müssen. Wenn Sie sich als vertrauenswürdig erweisen, lässt sich mit Sicherheit darüber reden. Im Moment müssen Sie nur wissen, dass ich Sie Händlern vorstellen kann, die Sie nirgends sonst treffen. Ich versichere, die Exemplare, die der Untergrund verkauft, sind von hoher Qualität. Diese Leute stehen für die andere Seite der Börse. Eine andere als die, die Sie kennen. Die Auswahl und Gelegenheit zu erkennen allerdings, darauf kommt es an. Sieht aus, als hätten Sie schon ordentlich zu tun. Ich melde mich wieder, sofern Sie Ihre Prüfung überleben. Mini, da ist schon einer ausgebrochen. Warte mal, stopp. Stopp mal, Sekunde mal. Ich will kurz gucken, wir brauchen noch ein Gehege, ne? Ja, bevor wir irgendwas bauen, beziehungsweise machen, brauche ich hier ein Gehege, sonst wird uns der bald richtig Probleme machen. So, deswegen ganz schnell hier ein Gehege gebaut. Möglichst so, dass wir hier... So, ein Tor brauchen wir auch noch. Und dann das da. Genau, und dann brauchen wir noch hier Gebäude. Das hier. Und das. So. Jetzt brauchen wir unsere Einheit. Das Einfangteam. Und zwar für hier. Und jetzt kann es weitergehen. Wir müssen diesen Saurier sofort einfangen. Stellen Sie sich vor, was er mit den Leuten in der Anlage macht, die er verfolgt. Lieber nicht. Kümmern Sie sich nicht darum, Clement. Dafür sind Sie doch hier. Nicht wegen meiner strahlenden Persönlichkeit. Doch, auch. Aber wer immer das Vieh unter Kontrolle bringt, strahlt am hellsten. Das nächste Ziel sollten Sie managen können. Da ich selbst Manager bin, habe ich für solche Sachen ein ziemlich gutes Auge. Wir machen das hier, würde ich sagen. Jetzt komm, machen wir was. Herrschaft. Ah, da oben können wir weiterbauen, oder was? Einfangen. Carnotaurus. Ja, geht doch. Mit dem Frachtschiff können Saurier von Insel zu Insel transportiert werden und verkauft werden. Ah, okay. Okay, verstehe. Ich vermute, Sie wollen das Tier an der Börse verkaufen? Genau. Es ist nirgends verzeichnet und macht uns dann keinen Stress mehr. Aber dafür Profit. Und das wird Cabot sicher sehr gefallen. Zum Frachtschiff schicken. Genau. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Und tschüss. So. Also doch nicht. Wobei das Gehege können wir immer noch brauchen am Schluss. Das ist ja die Insel, auf der wir angefangen haben. So. Der wird jetzt abtransportiert. Hoffe ich. Ja. Das ist auch eine Aufgabe, die wir erfüllen müssen. Und hier müssen wir einen Saurier fotografieren, der gerade schläft. Okay. Wo ist denn unser Team? Unser Ranger-Team ist hier. Produkttransport im Gange.
Wieso ist dieses Tor offen? Verkaufe von was für einer Börse abgewickelt werden, okay. Okay. Mhm. Ich muss hier einen Verkauf abwickeln. So, wie geht es nochmal im Frachtschiff, was? Saurier. Verkaufen, hierhin. Ja, Versand fertig. Boah, immerhin. Bringt uns ein bisschen Geld, würde ich sagen. Und plus 10 Vertrauen in der Unterwelt. Ja, schon geil. So. Ja, das ist neu. Ich weiß nicht warum, aber diese Flugsaurier machen mich nervös. Denen gehörte der Himmel lange vor Ihnen, Kayla. Ich dachte, Konkurrenz könnten Sie mögen. Oh nein. Die bleiben in Ihrem Stück Himmel, ich in meinem. Es sei denn, Sie möchten mitkommen. Wollen Sie mein Co-Pilot sein, Finch? Oh nein, 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 nein. Meine Füße bleiben auf festem Boden, auf meinem Schreibtisch. Ich muss da mal kurz nochmal abreißen, weil ich gerade sehe, dass das Käse ist, weil wir hinten ja weiterbauen müssen. So, genau. Dann geht es nämlich weiter. Und ich baue dann hier. Warte mal, das bauen wir alles weg. Ja, alles weg. Gebäude bitte auch. Gut. Weil hier baue ich jetzt nochmal eine Unterstützungsanlage hin, genau. Na komm. Im Wasser, den haben wir nicht. Das können wir auch abreißen hier. So, dann bauen wir hier hinten noch bitte Umgebung. Mal weg. So, jetzt bitte Gebäude. Ja, hier hin. Dann bauen wir auch noch ein Tor gleich rein hier. Auch raus. Sehr gut. Dann bauen wir hier noch ein Gebäude hin und zwar das hier. Was war das? Nee, diese Anlage hier, genau. Die wollte ich noch bauen, eine zweite. Wie uns geht. Hm. Leider nicht. Das ist schlecht, okay. Pass auf, dann machen wir es anders. Machen wir hier Gebäude und. Nee, Schutzraum. Wo ist der Schutzraum? Setzen wir mal hier hin, würde ich sagen. Pfusch am Bau. Was ist da los? Immer das da lieber. So. Genau. Gut. Statusprüfung. Und hier können wir so die Traktor anfangen hier, ne?
So, wir sollen Dimorphodon kaufen an der Börse. Zum Flugsaurier. Und dann? Geht zur Forschung. Was muss ich da machen? Avarium. Ach so. Das muss ich ja erst noch entwickeln. Ja, dieses Vogelgehege. Sonst wird das nichts. So. Das läuft. Jetzt muss ich hier eigentlich... Sollte ich noch Tiere beim Schlafen fotografieren? Wo ist denn hier das Ranger-Team? Aufgabe. Ja, warte mal. Den Steuerung. Schau mal hier. Ja. Was ist denn? Eigentlich schläft. Irgendeinste schläft. Nee. Foto machen. Stopp, stopp, stopp. Der schläft, ne? Pech aber auch. Warte mal, gehen wir hier raus. Was ist denn aus mit dem hier? Stopp. Das war's kaputt. Entschuldigung. Das war nicht geplant so. Hier sind Steine. Irgendeiner, der schläft. Kann doch nicht wahr sein. Ne? Nee. Okay, gut. Dann eben nicht. So, wir machen weiter mit der Aufgabe. Aber ich will jetzt zuerst noch ein bisschen was tun. Und zwar will ich hier Truckstop. Wo ist denn mein. Hier. Traktur, besser gesagt. Hier, da. Also, genau. Und zwar setzen wir die hier hin. Und dann möchte ich gerne haben, dass die hier einfach mal durchfährt hier, ne? So. Hm.
nichts. Warte mal, das muss ich verschieben, die Toilette. Sturmwarnung. Da. Wie kein Strom. Hätte ich keinen Strom. So. Schnell. Die haben keinen Strom, das ist schlecht. So. Na, jetzt wollte ich hier die Tour weitermachen. Tour bearbeiten. Doof. Ist jetzt so gut gepasst jetzt hier. Warte mal. Abreißen, genau. Wege. Wege. Breiter Weg. Auf den machen wir auch weg, auf den Weg. Naja. Ich weiß. So, dann brauchen wir hier noch eine Leitung. So. Genau. Und den machen wir auch weg. So, pass auf, dann machen wir hier einen breiteren Weg hin, damit die Leute da besser durchkommen. Pass auf, und das verschieben wir auch. So, genau, dann fehlt da noch der Weg. Gut. Und jetzt brauchen wir hier nochmal bitte den da. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Da, da, ah, falsch. Falsche Taste. Da. Gleich mal wieder Play, aber muss erstmal das bauen. Genau. Sehr gut. Einfach mal hier durch. Sehr gut. Oh, Vorsicht. Das war jetzt ein bisschen zu weit oder zu optimistisch. Play, würde ich sagen.
Oder? Ja. Ich glaube, ich baue zuerst diesen Tour. Dingsbums da fertig. Das geht jetzt nicht. Was ist das hier eigentlich? Ach ja, Notstrom, das machen wir mal ab. Das brauche ich nicht. So. Da muss ich so noch was umbauen hier, ne? Weil das nicht geht, wie ich mir das vorstelle. Deswegen müssen wir hier sowieso ein bisschen was anders bauen in Sachen Zäune. Jetzt schauen wir mal. Gut. Das so geht, wie ich mir das vorstelle. Ah, das ist wieder blöd. Das wird so nicht gehen, habe ich das Gefühl. Jetzt. Perfekt. So ist fein, genau. Und dann hier einmal quer durch. Einmal durchs Wasser durch, ne? Nee. Geht natürlich nicht. Warte mal, dann brauchen wir jetzt hier ein bisschen mehr Wasser auf der Seite hier, genau. Genau, und dann machen wir hier wieder ein bisschen mehr Land. So, und hier wieder ein bisschen mehr Wasser. So, ich hoffe, das reicht. Route bearbeiten. Und jetzt hier einmal durch, bitte. Sehr gut, und jetzt hier einmal außen rum. Oh, Leute, es ist zwar ganz schön schwierig mit euch. So, warte mal. Das schieben wir hier rüber. Schieben wir rüber. Und dann geht es hier weiter mit den da. So. Gut. Warte, wir machen das anders. Ja. Dieses Tor kommt weg. Und dafür kommt ein Zaun hin. Und das andere Tor machen wir dann hier hin. Ist besser. Ne? Play. Sehr gut. So. Und jetzt können wir nämlich hoffentlich diese Route dann abschließen. Eine schöne Route, glaube ich, oder? Einmal quer durch den Park. Jetzt haben wir nur noch dieses Nadelöhr hier. Ist da dazwischen der Baum? Nee, kann nicht sein. Warte mal, das weg. Und das weg. Genau. Und dann brauchen wir einen Weg. Ersetzen einen. Kann man den ersetzen? Ach ja, hier. Genau, den wollte ich ersetzen.
So. Kann ja hier ersetzen, die Wiege, ne? Würde ich mal sagen. So. Perfekt. Gut. Jetzt ist die Frage, wie wir jetzt hier die Strecke bauen. Bitte komm. Versperrt durch großen Baum. Was ist das für ein Käse? Der Baum ist weg. So. Also, jetzt scheitert so ein Baum. Weißt du? Da hätte man ja auch eigentlich dem Spiel ja, erlauben sollen, diesen Baum wegzunehmen. So. Oh, perfekt. Genau, wunderbar. Jetzt können wir gleich machen. Halt, der Strom, der Strom. Irgendwo ist da die Verbindung gekappt. Sie ist hier. Und jetzt Play. Hä? Oh, da fehlt auch noch eine Leitung. So. Jetzt müssen wir aber Strom haben, ne? Theoretisch. Genau. Wer ist noch kein Strom? Der hier. So. Okay, gut. So. Okay. Fehlender Wald. Oh, das ist schlecht. Brauchen Wald. Wenig Blätter. Hm. Ja, ich habe es gewusst, das wird natürlich für die nicht so doll werden, weil die leiden darunter natürlich jetzt, weil der Platz ein bisschen klein geworden ist. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich glaube, die müssen wir umsiedeln, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die müssen hier rüber in ein anderes Gehege, weil das ist schlecht hier. Das ist nicht so doll. Aber es geht, oder? Die werden bald, glaube ich, nicht so glücklich werden. Die könnten doch hier rein eigentlich, oder? Ich glaube, ich siedle die um. Pass auf. Wir werden jetzt die umsiedeln alle. Bist du denn? Da. Weil wir die dann hier rüber schaffen, mit zu denen hier. Die haben eine schöne große Anlage und ich glaube, sollten sich eigentlich noch verstehen, oder? Was haben die da für eine Blätterboden? Genau, die brauchen nämlich auch Blätterboden. Siehst du? Also passt es ideal, wenn die da drüben sind. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Bisschen schneller. Und hier, was tue ich hier rein? Weiß ich noch nicht. Blödes Gehege. Beginne Produkttransport. Produktzustellung bestätigt. Produkt wurde eingesammelt.
Aufstellung wurde abgeschlossen. Mhm. Produkt transportiert. So. Jetzt haben wir alle soweit. Vielleicht können wir die ein bisschen verschieben. Oder anders hinsetzen, weil dann haben wir da noch ein bisschen Platz für mehr Gehege. Bestätige Produktzustellung. Aber ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte den Daumen da lassen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei Jurassic World Evolution 2, der Kampagne bei dem Malta-DLC, sag ich mal. Dann bitte ein Abo, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.